So, da sind wir wieder. Tada! Mit Days Gone Teil 4. Da muss ich jetzt ja überlegen, was war denn da los? Oh, Funksendestation irgendwie fertig machen. Das war eh so ein Ding. Boozer helfen mit seinem Arm. Unterirdische Ding entdeckt. Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Also, na gut, okay, wir gucken jetzt mal nach. So oder so. Ich versuche es ein bisschen knapper zu halten, dann nicht gleich wieder so eine Stunde. Mal sehen. Huch. Schöner Haker drin. Ja, mal nochmal gucken. Bruce, Ach, man, hier. bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Wie geht's denn? Bruce, man, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Okay, Bärenfalle kann man mit rechter Maustaste schärfen, also hinlegen und links ablegen. Wenn ich so sehe, ja, wahrscheinlich natürlich. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Ding jetzt hier machen soll. War denn hier vielleicht noch was? Verdammt. Leg das Ding jetzt einfach mal hin. Das sollte reichen. Das ist gut. Ich rücke vor. Hier habe ich doch gerade was gehört. Was haben wir für eine Waffe? Ach. So, da ist noch was. Das scheint auch eine Pfeile hier zu sein. Oh, verdammt. Mehr als gedacht. Das sind Männer! Plünderer! Haben wir ihn erwischt? Jemanden hat's erwischt! Kann ich mal. Nachladen! Nachladen! Getroffen! Mann, der geht los hier. Deke, hast du dein Funkgerät an? Hm, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Usa, ja, danke. Ich komm später rum. Schmeiß das Ding jetzt einfach hier mal hin. Ja, gehen, muss ich ehrlich sagen. Wo zum Teufel ist der hin? Er muss hier irgendwo sein. Die Fernrohr habe ich noch gehen. Scheiße!
Oh, verdammt. Ah, doch, der schlittert. Okay, andere Knarre. Wie konnte ich denn nochmal? Ach, Kuh. Na, mal sehen, ob das klappt. Hey, komm mal raus! Komm raus! Freaks! Freaks! Na gut. Warum waren es zufällig zum... hier weg. Zum Komplizen gemacht hier mit dem Mann. Freaker? Ich weiß ja nicht. Ah, hier. Meine ich hier noch einer irgendwo? Sehe ich gerade nicht. Ah, hier. Ich brauche das drin. Ach, jetzt kommt die auch noch hier hochgekrabbelt. Na klar, also für Krach. Na gut, ist ja schon was los. Ach ja. Mist. Mist ist alle. Jetzt. Nein, was das Ding. Ach, könnt ihr auch mal wieder heilen? Boah, das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Muss ich ja mal sagen. Ich weiß, was besser ist. Das sollte klappen. Mann. Die ist so hinter dem Baum, ne? Schätze ich jetzt mal. Hey,
Sieg nicht. Alte Ködertechnik. Und die Jungs hier teilen sicher gern mit dir, oder Jungs? Jetzt komm endlich raus. Schrott. Was zum? Nachladen, nachladen. Oh, das war der letzte. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Oh, Rauch auf dem Berg. Okay. Oh, das ist ja schon ziemlich hoch hier. Na, wird langsam. 24%. Okay. Plündere Campjäger, 20%. Fortfahren, okay. Ist ja auch so ein Ding. Es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Nee, danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Busa Ende. Okay, das war das Camp, das letzte Mal so einen Stress gemacht hat. Aber gut, das waren ja doch mehr, wie ihr dacht. Was ist los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buse. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Ick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Bushman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ja. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Okay, nehmen wir dich. Das wäre mir echt wichtig. Ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Dicken Ende. Hier ist ja nur eine da. Hab dich. Wie ist das? Und noch mehr Beute. Tja, okay, das ist natürlich ziemlich heavy. Okay, das... Dick, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Was? Oh, hat mein Motorrad hier umgeschmissen. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks.
Boozer? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund. Lachgasboost. Drücke Alt. Achso, ja, das hatten wir schon am Anfang. Wegen Springen und so. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Deke. Nein, Deke. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Das ist zum Beispiel so ein Nest, glaube ich. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir hier mal ein bisschen... den wollte ich. Da kann ich nichts machen. Hier kann ich herstellen. Kann ich auch nichts machen. Kann ich hier was machen. Medizinisch. Okay, hier ist es. Ja. Ade. Also kann ich allein hier im Rücken springen. So. Medikit. Wieso konnte ich nicht schon mal 5 von 5? Ach hier. Verband. Da machen wir mal ein paar. Und in Maxus und Achso, ja, okay. Wunderbar. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Moment, das wird mir zu dicke. Ach, scheiße. Oh, verdammt, die Axt ist hin. Na gut. Mist, also ohne Munition, das ist ja hart. Das hier. Das kann ich brauchen. Auf Weg. Oh Mann. Na wenigstens das. Oh, Freaker. Okay, Freaker. Gefährliche Gebiete, in denen sich Freaker versammeln. Okay, okay. Bauen am Tag ruhen. Verbrenne alle Nester. Und so weiter. Okay, okay. Verbrenne Nester. Das machen wir mit den Dingern hier. Okay. Feuer frei. Oh. Mann, Mann. Kampf oder Flucht? Ausdauer hast, drücke. Okay, da sind ja doch ein bisschen mehr, wie ich dachte. Mal sehen, ob man hier... Ich glaube, wir müssen das Motorrad später abholen.
Verdammt. Ich muss irgendwo hinkommen, wo man Ruhe hat. Das sieht nicht gut aus hier. Meine Güte. Gut, sollen die sich um den kümmern? Boah, Junge. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Stimmt. Jetzt haben wir das nächste Problem. Mal gucken. Na, ja, sonst sehe ich hier nur diesen Inn. Okay, nur Inner. Und der latscht da rum. Wir müssen irgendwas finden. Knarre oder irgendwas. Hier sieht er gut aus. Aha. Was ihr habt? Ein Lappen. Hat das Ding der Munition hier, das eine? Abgesägte. Und eins. Magazin 5 plus 3. Dann gefällt mir das andere Ding besser. Aber wir haben eine Schlowik, keine Munition. Dann nehmen wir das. Was halt da ist. Was denn das Witz hier macht? Man kann Tatsachen machen, wozu man Bock hat irgendwie. Durchs Fenster springen, kein Problem. Ah. Toilette. Okay. Muss es auch heben. Lappen. Aha. Ihr müsst irgendwo nach unten gehen. Hier kann er nicht hoch. Gibt's hier irgendeine Stelle?
Scheinbar nicht. Na gut. War ich schon? Mal sehen, was hier noch gibt. Das war jetzt aber ganz schön Glück. Schwimmt der hier? Ah. Okay. Das Ding geht. Ach so, Motorrad ist in dieser Richtung eigentlich. Völlig falsch. Nee, auf hier passt. Hallo. Jetzt nicht rüber. Na gut. Okay, okay. Ein Camp und was auch immer das andere Ding jetzt hier war. Hier gibt es zwei Richtungen, dann, wo wir hin können, aber erstmal Motorrad. Wo bin ich denn hier gelandet? Naja, ich bin ein bisschen rumgestiefelt. Er war auch immer voll, ne? Mal sehen, ob das überhaupt geklappt hat mit diesem Nest da. Na Mensch, wo ist das denn hin? Ach hier, jetzt müsste der kommen. Ach ja. Und aber F. Oh, dann mal los. Gut. Na, schnell speichern hier hoch. Wunderbar. Hinhauen, ne? Na, kicken wir mal nach. Jetzt haben wir wenigstens einen Donnerstock bei. Gott verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Oh, verdammt. Ist da noch richtig was los? Oh. Nehmen wir mal das Ding hier. Ach ja. Das ist die reinste. Ah, Mist. Hat nicht mehr geklappt. Na ist okay. Hätte ich nicht rinlaufen sollen. Eh eine Patrone. Ist aber wirklich dünne. Ich dachte, das ist ein bisschen was mehr. F, ah, haben wir auch noch mal reparieren. Sieht nicht allzu übel aus. Drei Schrott, okay. Wird aber okay, glatsch jetzt hier nicht rein. Naja, da wirklich nur eine Kugel. Gerade gehofft, das ist ein bisschen mehr. Oh,
ein Lager, ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ah. Ich zuckel einfach mal hier lang. Hallo, Rumtreiberlager. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Was ist das für ein Geräusch? Wollen wir das wissen? Na, eigentlich sollen wir hier ja nicht hin, ey. Ich hab das Gefühl, irgendwie, das ist noch zu dicke. Nest ist hier oben rot eingezeichnet. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Rechts oder links? Wir fahren mal links hoch. Bei nächster Gelegenheit. Und die Gelegenheit ist hier. Den nehmen wir. Na gut. Dann gehen wir nach rechts jetzt, den gelben Pfeil nach. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Na, hier steht ein Polizeiauto rum. Da sind doch bestimmt Knarren oder Munition drin, ne? Sag ich doch. Pistolen und Flinte. Jetzt haben wir 4. Na, das ist doch schon besser. Sonst noch gut, ne? Okay. Oh. Was? Drückt doch hier schon. Ah ja, okay, jetzt hat er 100%. Na, wie ist das? Oh, Junge. Ja, das ist so typisch, wa? Denkst du, ja, das ist ja nur so ein Hundi und so und dann, wie bei Witcher auch, wird man da völlig aufgeraucht. Na, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Na gut. Okay, heilen. Okay, jetzt müssen wir wieder was herstellen hier. Verband herstellen. Ich nehme mal, nö. Nehmen wir gleich ihn. 4 von 5. Okay. Gut. Achso, der muss noch repariert werden hier. Ich krieg das hin. Gut. Und jetzt bin ich ja hier mal Map. Kann man hier was sehen? Na toll, wir hängen ja mittendrin, wa? Wo zuckeln wir hin? Ich glaube erstmal nach Hause. Genau. Und dann in hier, das ist ja das Üble. Ich
Ich glaube, danach gehen wir erstmal hier runter. Naja. Okay, also erstmal nach Hause. Na komm schon, jetzt kann er der sein. Na mal kicken, vielleicht ist ja was mit Boozer oder man muss irgendwas machen. Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Na mal gucken. Schon mal hier sind. Hast dich nicht erwischen lassen, ne? Hey, ja, war knapp. Jack sagte immer, der beste Wecker ist die Sonne, die auf Chrom scheint. Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Ach, der hat ja was gebaut für mich. Was könnte das sein? Vielleicht im Waffenschrank? Na, mal kicken. Okay, nichts. Null. Eins, was ist hier drin? Okay, die haben wir schon. Von mir aus. Was haben wir hier? Okay, okay. Also hat sich nichts verändert. Was ist mit Boozer passiert? Kann man mit dem reden? Scheinbar nicht. Er ist jetzt auch verbraucht. Okay, das war dann wohl. So, jetzt gehen wir gleich. Haben wir 38 Minuten, heute können wir noch machen. Quatsch, da wollte ich gar nicht hinfahren. Ich wollte diese Driften wieder machen. Ah, das geht so. Okay. Naja. Das muss ich noch ein bisschen üben. Hey Cobb, der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cobb? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Okay. Aha. Benzin. Mal gucken, was noch gibt. Prozent von einer Phase hatten wir nicht gerade erst repariert. Was da geht. Und öfter wohl mal warten. Weil das ist ein Harley, ja? Das ist ja recht realistisch, ja. Sieht so aus, als wenn ich hier immer noch was suchen muss. Moment. Tatsache.
Achso, Benzin. Ja, was könnte denn noch sein hier? Was haben wir denn? Voll auf Droge. Ach ja, das Ding hatten wir da runtergeschoben. Das war das hier mit der Falle, glaube ich. Aber das ist nicht, was wir suchen sollen, glaube ich. Irgendwas fehlt hier. Was kann es sein? Irgendwo hier. Laut der Minikarte ist hier so ein Kreis. Ah. Der okay, also. Mal sehen. Was ist hier los? Jetzt habe ich dich. Da ist er ja. Das ist, wie ich verfolge Zielpersonen, wenn ich den Job sehe. Okay. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Hey, Arschloch! Oh, Scheiße! Halt das was zum... Du darfst also jetzt erst in Koblenz Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Ein paar Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Jetzt wirst du mal kurz einkaufen. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Toll. Ja, das ist ja nicht mein ursprüngliches Bike, das hatte das. Bikekampf, tippe auf deinem Bike. Was? Tippe auf deinem Bike. Rechts, links an. Um ein Spiel. Was? Um ein Ziel anzuvisieren. Tippe dann auf Abfall mit Handfeuer. Aha, mal Rücktest. Das dauert ein bisschen, das ist hier nicht das Schnellste. Oh, die Wölfe, die waren von vorhin. Mann, die Drifterei ist zwar ganz witzig, aber nicht ganz einfach. Oh, Bike auch. Man kann effektive Massen sein. Zum Schaden ist sicher oder den Gegner abseits. Ach, weil keine Bullets mehr. Nachland? Scheinbar. Mann. Du kannst mir nicht entkommen! Fahr zur Hölle, Drifter! Ich scheiß auf Gunkel! Hörst du? Keine Bullets mehr, verdammt. Kann ich die Waffe wechseln? Nee, ohne. Ach,
Huch, was jetzt passiert? Was hast du? Du mieser Scheißkerl! Hey, nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, hm, wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copland! Du Arschkriecher! Was bist du? Ein Arschkriecher! Ah. War schon überlegen, was wir jetzt machen. Also voll auf Droge, okay, 100%. Na, das war ein bisschen holprig, aber ich mach das ja zum ersten Mal. Okay, den haben wir sie fangen und wir haben jetzt Level 1 erreicht, Vertrauenslevel. Jetzt geht's zu Level 2. Für die Fahrtgerüstung, okay. Freigeschaltet für okay. Entweder Akzent, Copeland Camp, okay, da müssen wir mal hin. Das ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Lebt er noch? Ja, noch lebt er, aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, Drifter! Sag ihm, Mika! Ich hab gesagt! Ich scheiß auf ihn! Usa, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ja, Dick, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Das wird. Ich vermisse die Straße. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Dicken Ende. Kann man hier was abschrauben? Irgendwas? Hm, scheinbar nicht. Na gut. Oh, Tank. Das hat natürlich einen schönen Verzerrt, die Aktion. Na gut, dann schauen wir mal, was jetzt hin geht und dann ist eine Pause für heute. Eben hat Rufian Nest angegriffen, nicht bewältigt, aber wir hatten ein Kopfgeld-Ding hier kassiert. Na, das wäre, hätte besser gehen können. Mann. Ah, Mist, jetzt wollte ich hier mal gemütlich durchhopsen. Das hat natürlich auch nicht geklappt. Ein Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah es am O'Leary Mountain ist. Ich frag mich nicht, wie. Sieht ja übel aus. Das sieht so nach Generator aus. Was ist hier? Hier sollen wir was suchen.
mich genau umschauen. Was haben wir hier? Eine Wasserpulle. Na, also. Tatsache, hier sind ja welche. Aber es ist nicht alles. Das Blaue zeigt hier. Okay, schauen wir uns mal um. Ach, hier liegt ja glaubt. Na gut. Wo? Weiter geht's. Aha. War hier nicht gerade noch? Ah, hier, okay. Was ist das? Ah, hier. Oh, Scheiße, was ist denn hier passiert? Ja, vielleicht muss ich mich mal um. Na, also. Okay, gucken wir, was hier los ist. Geht doch. Mann, easy. Genau, hier sind noch mehr Spuren. Junge. Bisschen Nervenkitzel ist ja schon manchmal. Aha. War doch gerade eine Lupe. Soll ich die jetzt untersuchen hier oder nicht? Also gut, okay, ich stelle das Ding mal weg. Und kick nochmal. Wenn man nicht. Was ist? Kann man mitnehmen? Okay, ich hab's nicht ganz verstanden, was ich jetzt. Woher, warum das jetzt war, aber okay. Stimmt ja. Die haben wir ja gerade weggepustet. Oh, Benzin. Verdammt. Das war doch hier. Ach Mist. Hoffentlich finden wir Benzin da, wo wir hinfahren. Ich muss sie. Aha, auffangen lassen gegen Gebühren. Bike schieben. Steuerung WS. Okay. Damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Tatsache. Na gut, ich hätte Benzin. Über sie gegeben. Aber einigen hat das nicht gereicht.
Sie wollten mehr. Als uns das Benzin ausging, hoben sie die Preise an, damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Doch ihre Lachswanderungen waren ihnen wichtiger, als unsere Häuser zu heizen. Wir wollten ein paar Bäume fällen, um diese Häuser zu bauen. Doch die Nester von ein paar Tüpfel-Urus waren wichtiger als die gesamte Holzindustrie. Jetzt, wo die Behörden verschwunden sind, sagen wir, wir haben den Mittelsmann eliminiert. Niemand kann uns verbieten, uns zu nehmen, was uns gehört. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Weißt du was, Cope? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah, das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiß, gibt's hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmäßig uns gehört. Also jetzt ist es mal runter, dann mal sehen, vielleicht shiftet ja. Ah, das ist ja cool, das seht ihr doch. Jetzt kommt. Komisch, ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine Erklärung oder irgendwas. Benzin gibt es irgendwie nicht. Na gut, okay. Also schauen wir mal, was hier drin los ist. Hier hat man was gehört. Ah, verdammt. Mann, ist der Lit hier Level 80 oder was? Mann. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was ich hier finden soll, aber... Hoffentlich ist Benzin auch dabei. Achso, mehr Pullen. Okay, Lappen haben wir hier noch. Ich weiß nicht genau, nach was ich hier kicken soll. Was ist das hier? Pilze? Ach ja. Ich glaube nicht, dass es um die Blümchen geht. Aber irgendwas fehlt. Was muss ich hier finden? Was ist das? Okay. So gesagt. Bei einem der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Ah, der alte Friedhof. Okay, was haben wir denn da? Oh, vielleicht da drin. Der Genom, ja, okay. Danach machen wir eine kleine Pause. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Was? Hey,
Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Ein Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts? Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Ach, verdammt. Jetzt hat er das hier abgeschmissen, oder was? Ja, jetzt hat er. Man kriegt mir einfach irgendwo hin, aber finde ich ja nie wieder. Oh, was ist denn hier los auf einmal? Ein Helikopter wahrscheinlich. Mal sehen, ob das hier Stress verhält. Okay. Ach, Benzin haben wir auch keins. Na toll, können wir nicht mehr mit dem Motorrad abhauen. Dann nehmen wir die Armbrust hier vielleicht. Na, Kopfschmerzen. Tja, bestimmt Kopfschmerzen. Okay, you know what? Ich hab keinen Bock, dass die mir im Rücken fallen. Ja, eh. Das ist ja cool. Oh. Wo kommt denn Benzin auf immer her? Zombies nachher laden oder was? Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Wo denn? Ach da. Zähne. Vorweg. Ah ja. Forscher, was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Okay, ich muss leise sein. Also da sind Forscher, ja, spezielle Anzüge sind gegen alle. Oh, Angriffe geschützt. Gegen Gegner. Ja, okay, das machen wir sowieso.
einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Hat das noch Wert? Wir sind autorisiert, sofort zu schießen! Okay, ich gehe ja schon. Na gut, okay, also das müssen wir in Ruhe scheinbar machen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Hier. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Da ist ja schon wieder eine Stunde. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.